Hallo und herzlich willkommen zu Bird Talks. Mein Name ist Moritz Schönecker von der Underground Art Academy und heute freue ich mich ganz besonders, Fang Sheng Shou bei uns zu Gast zu haben. Sheng, schön, dass du da bist. Ich freue mich und vielen Dank erstmal. Hallo. Hi. Und Danke auch für die Einladung. Vielleicht, wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Sheng und ich komme aus Taiwan und studiere jetzt an der Bauhaus-Universität in Weimar, ja, wo ich jetzt bin. Und ja. Was studierst du da in Weimar? Studiere Medienkunst, Mediengestaltung und der Schwerpunkt ist quasi Fotografie und Videoinstallation. Okay, das heißt, du bist im Moment in Weimar. Genau. Okay. Und so wie irgendwie viele Künstler hat ja dieses Virusgeschichte irgendwie wahrscheinlich auch Einfluss auf dein Leben oder auf deinen Alltag. Oder inwiefern würdest du sagen, oder was hat das für ein, wie würdest du das beschreiben? Wie sieht dein Alltag aus oder wie gehst du damit um? Ich glaube, die größte Einfluss oder Belastung ist quasi, also die komplette Uni dicht ist und ich habe keinen Zugang zur Werkstatt oder so und dann kann ich kein weiteres Projekt wie im Fotostudio oder Technik ausleihen, so arbeiten. Aber ja, momentan filme ich zu Hause, also filme ich mich zu Hause ab und zu und versuche andere Formen zu Kunst zu schaffen. Was für ein Kunstwerk möchtest du uns präsentieren? Möchtest du hier auf der Plattform was vorstellen? Es ist eine Dreikanal-Installation und es geht um meinen Tumor quasi und es heißt Cut. Und es ist ein Tumor, das ist seit 10 Jahren lang in meinem Körper zusammen. Und das werde ich demnächst rausnehmen lassen. Das heißt, diese Installation hat dann natürlich einen sehr persönlichen Bezug auch zu dir. Ja, genau. Und okay. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit der Installation an, gucken uns das an, oder? Ja. Oder möchtest du noch irgendwas sagen oder erzählen dazu? Nee, ich glaube nicht. Okay. Thank you.
hast du diese Installation eigentlich schon mal ausgestellt? Also, das sind die richtigen, also du hast sie noch in keinem Raum sozusagen präsentiert. Nee, jetzt ist auch quasi alle Ausstellungen oder Museum einfach geschlossen. Das heißt, eigentlich würdest du die aber gerne in einem Raum auch sozusagen auf drei Bildschirmen zeigen, oder wie stellst du dir das ideal vor? So auf drei alte Fernseher. Cool. Ja, dann Schenk, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns das vorgestellt hast, das ist diese tolle Installation. Und ja, ich hoffe, dass bald wieder die Uni losgeht und du da wieder auch wieder arbeiten kannst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, vielen Dank. Dir auch. Euch wünsche ich natürlich auch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder was auch immer. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Bird Talks, den Vogelgesprächen, dem Online-Programm der Underground Art Academy. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch unsere anderen Videos euch anguckt. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Facebook-Seite. Sagt uns doch gern eure Meinung oder eure Kommentare dazu. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Bleibt gesund und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen im Namen der Underground Art Academy und tschüss.